Liebe GFM-Mitglieder, herzlich willkommen zu unserem ersten Startup-Talk. Das Thema Innovation ist für die GFM seit Jahren natürlich sehr zentral. Und heute freut es uns außerordentlich, Tobias Schraumann, den Gründer und Founder der Firma Ecomap GmbH, bei uns begrüßen zu dürfen. Ihr Credo ist: We destroy your VUCA world, aber in einem guten Sinn ist das, in einem konstruktiven Sinn ist das gemeint. Was sich dahinter verbirgt, Tobias, darf ich dich bitten, den Film, dir das Video zu zeigen, und nachher freue ich mich auf unser Gespräch. Sehr gerne. Mein Name ist Tobias Stramann. Vielen Dank, dass ich Ecomap vorstellen darf. Nehmen wir an, Sie möchten ein neues Produkt in einen Markt einführen. Aber zuerst möchten Sie verstehen, welches ist die Konkurrenz, welches sind die Kunden und welches sind die größten Player im Markt. Wie verschaffen Sie sich also eine Marktübersicht? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Sie kaufen sich einen 300-seitigen Report oder gehen zu Google und suchen sich die Daten selber raus. Alles hat Vor- und Nachteile, aber oftmals ist es teuer, langsam und ungenau. Mit Ecomap möchten wir einen Markt in einem Bild verständlich machen. Wir tun dies, indem wir die Märkte strukturieren in dynamischen Karten, wie in dieser Digital Health Market Map. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ecomap nutzen können. Das erste wäre das Tool selber. Sie können unseren Firmennamen nennen. Wir geben Ihnen das Logo, die Mitarbeiteranzahl und den Umsatz, und Sie können die Karte selber strukturieren. Zweite Möglichkeit ist, Sie nennen uns eine Industrie und wir liefern diese Market Map in 6 Sekunden. Dritte Möglichkeit ist, vor allem wenn es 300 bis 4000 Firmen auf einer Karte hat, können Sie das Ganze auch an uns outsourcen. Die Ecomaps haben verschiedene Features, zum Beispiel Filter, wo man die Firmen nach Ländern filtern kann, oder Design. Es gibt ganz verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch die Interaktivität. Und das ist eine der wichtigsten Punkte, die heutige Marketmaps eben nicht haben. Die Interaktivität, wo man per Klick sieht, das ist die Firma und hier ist die Webseite zur Firma. Das ist das Team dahinter, verschiedene Software- und Webentwickler, aber auch Experten aus der Startup- und Marktforschungsbranche. Danke für die Aufmerksamkeit und Happy Mapping! Tobias, vielen Dank. Gute Einführung, sehr interessant. Jetzt legen wir mal los. Wir nennen das die 5W-Fragen. Wer, wann, was, warum, wie? Erklär uns ein bisschen die Historie von Ecomap. Ja, also vielleicht zu mir selber kurz. Mein Name ist Tobias Stramann. Ich komme aus Zug. Ich habe in den letzten 12 Jahren in verschiedenen Branchen gearbeitet, von Versicherung über Fintech zu IoT, und leite im Moment auch ein Team von 15 Leuten im Digital Marketing Bereich, nebst Ecomap. Die Idee, wie sie gekommen ist, ist, dass in Zug oft vor in den letzten 2 Jahren sehr viele Blockchain-Firmen gegründet wurden. Und die sind aufgepoppt und ich habe mich gewundert, sind das immer die gleichen Gründer, sind das immer die gleichen Leute dahinter, und habe diese Firmen auf einer Karte gemacht und geschaut, sind das die gleichen Gründer. Und das war der Beginn der Ecomap. Ich wollte den Markt, der neu entstand, strukturieren. Und wie es dann zu einer Firma kam, war durch das Founder Institute, durch diesen Kurs, den ich gemacht habe, wo wir die GmbH gegründet haben und alle auch rechtlichen Aspekte angeschaut haben, wie die Firma gegründet werden soll, mit welchem Team, welchen Finanzen und so weiter. Super, vielen Dank. Du bist also der Denker, der Ideengeber, aber wenn ich mich richtig verstanden habe, auch bei der Umsetzung der Idee bist du immer noch hands-on involviert. Ja, also ich fühle mich in beiden Welten eigentlich zu Hause, gerne zu Hause. Ich mache konzeptionell und strategische Arbeit gerne, aber auch hands-on. Und vor allem, wenn etwas nicht vorwärts geht, dann schraube ich selber an der Webseite rum. Es ist nicht unbedingt ein Pushen, sondern es ist wirklich Entwicklung, weil ich habe auch einen Frontend-Developer Ausbildung gemacht.
Bis jetzt, wenn du so auf die Zeit seit der Gründung zurückschaust, was waren die großen Herausforderungen? War es die Finanzierung? War es die richtigen Leute zu finden? War es potenzielle Kunden zu überzeugen, zu missionieren? Wie siehst du das? Wo waren die großen Herausforderungen? Ja, also zurzeit sind die größten Herausforderungen wirklich, die Kunden onzuboarden, richtig Einführungen zu machen, die Market Maps zu erstellen. Auch die technische Umsetzung ist eine Herausforderung, weil ja, es hat verschiedene Komponenten. Im Moment sind wir eine Market Map am Machen für 4000 Firmen und da ist die Plattform im Moment noch nicht performant genug. Also das muss optimiert werden und da sind wir zurzeit dran. Super, vielen Dank. Was war bis jetzt dein positivstes Startup-Erlebnis? Ich denke, da gibt es verschiedene Momente. Also, dass die Kunden wirklich zahlen dafür, das ist ein super Erlebnis. Das ist wirklich ein Milestone, das einen bestätigt nach einem Jahr Arbeit, dass man wirklich in die richtige Richtung gearbeitet hat und die Leute das wertschätzen. Und es gibt aber auch verschiedene andere kleinere Sachen. Wenn man ein neues Feature ausschaltet auf der Webseite, da freut man sich. Oder wenn man einen Bug, der schon lange drin war, gelöst hat, das ist auch ein Freudenmoment. Ja, super. Hast du Tipps, Ratschläge für andere Gründerinnen und Gründer? Kannst du es weiterhin empfehlen, das Startup selbst zu gründen? Ja, ich denke, ich kann es weiterhin empfehlen. Ich würde jedem Gründer oder grundsätzlich Leuten, die ein Produkt auf den Markt bringen wollen, herzlichst empfehlen, so schnell wie möglich einen Prototyp zu bauen, ob das jetzt für ein Stuhl ein physisches Produkt ist, mit Karton zu beginnen, diesen Stuhl zu bauen oder im digitalen Projekt mit Figma, das ist ein Photoshop für online, diese Webseite zu designen, ist oftmals gratis möglich oder mit wenig Kosten verbunden und dann rausgehen und mit den Kunden sprechen, mit der potenziellen Zielgruppe sprechen, schauen, ist das gut oder ist das schlecht, was wärt ihr bereit dafür zu zahlen und dieses Feedback einzuholen und erst dann weiterzugehen und wirklich Geld auszugeben. Das richtige technische Produkt zum Beispiel. Sehr gut, verstanden. Was würdest du anderen Gründern oder was hättest du gern gewusst vor der Gründung? Gab es irgendwie ein Thema, was du sagst, oh, wenn ich das zum Voraus gewusst hätte, wäre es einfacher gewesen? Ja, also es gibt verschiedene Sachen. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass Administration so viel Aufwand bedeutet. Also gerade in Buchhaltung, wenn man es so macht wie ich und Entwickler aus allen Herren Ländern hat und mit PaySend und PayPal und Kreditkarten und so weiter abrechnen, da muss man einige Belege dann haben und das auch rechtlich richtig aufgesetzt haben. Und das sind eigentlich, ja, das sind so die administrativen Sachen, die ich gerne vorher gewusst habe, aber da gibt es verschiedene Tools und auch verschiedene Hilfe vom Founder Institute auch. Super. Ist das Startup-Thema in deiner DNA oder warst du vorher bei einer etablierten Firma tätig und hast dich dann zum Schritt in die Freiheit entschlossen? Ja, also Freiheit. Ich bin nach wie vor in einer etablierten Firma tätig, in dieser IoT-Firma zu 80% und führe dort das Digital Marketing Team. Aber ich möchte es eigentlich nicht gegeneinander ausspielen. Es ist Vorteil, in einer Großfirma zu arbeiten, früh zum Beispiel Leadership-Erfahrung, Führungserfahrung zu sammeln oder auch ein Millionenbudget zu verwalten und Projekte und andere Projekte anzureißen, die im Startup gar nicht möglich sind. Auf der anderen Seite im Startup ist es sicher super, dass man die Flexibilität hat, auch abwechslungsreiche Arbeit hat und mehr Mitgestaltung hat und wirklich bestimmen kann. Das ist natürlich, sind sicher die Vorteile von einem Startup. Ja, genau. Du, noch die GFM, wir haben 650 Firmenmitglieder, mehrheitlich natürlich etablierte Firmen, für die das Thema Innovation ganz zentral ist. Aus deiner Sicht, wie könntest du dir eine Zusammenarbeit, Kooperation mit unseren Mitgliedern vorstellen? Sind das potenzielle Kunden für dich oder Investoren oder Partner, Kooperationspartner? Wie könntest du dir eine Zusammenarbeit vorstellen? Ja, mich würde es freuen, wenn sich die Mitglieder Gedanken darüber machen, wenn sie in ihrer Marketingstrategie oder Content-Marketing-Strategie als Ziel haben, sie möchten eine Vordenkerrolle einnehmen in einem gewissen Markt, ob nicht eine Market Map auf ihre Webseite gehört. Weil genau damit können sie dann zeigen, ich kenne mich aus in diesem Business-Ecosystem und
eine Expertenrolle einnehmen. Super, vielen Dank. Noch eine letzte Frage, das Thema, du hast es schon angesprochen, das Founder Institute in der Schweiz. Die GFM arbeitet mit dem Founder Institute zusammen. Wir finden das eine super Sache. Du hast das Bootcamp im letzten Jahr 2020 absolviert, bist also ein Alumni der Class of 2020. Ganz kurz, was sind so deine Eindrücke, die Lessons learned aus dieser Zeit? Also gerade ein wichtiger Lesson learned war, ein Advisor-Netzwerk aufzubauen und mit verschiedenen erfahrenen Leuten zusammenzuarbeiten. Das hat mir jetzt sehr geholfen im letzten vergangenen Jahr, einfach um regelmäßig Updates zu geben, aber auch gute Tipps zu erhalten. Und im Generellen habe ich das Founder Institute sehr geschätzt, weil es gerade in dieser relativ asozialen Zeit von Corona mir ermöglicht hat, über 200 Zoom-Calls zu machen und unglaublich viele Leute kennenzulernen und so das Netzwerk zu spannen. Und das ist super wertvoll für ein Startup, wenn man eine Frage hat, diese Person ansprechen kann und so weiter. Also das ist sehr wertvoll. Super. Du, Tobias, vielen Dank für deine Zeit heute, für deine Insights und wir wünschen dir und EcoMac alles Gute in der Zukunft. Mach es gut und viel Spaß beim Startup. Super, vielen Dank. Danke.